Willkommen zu einem neuen Teil Das lange Schwert nach Johannes Lichtenauer. Heute wieder Grundlagen der Oberhau. Wenn der Laie an Schwertkampf denkt oder auch wenn wir Filme sehen, dann ist dieser Angriff, den wir hier sehen, das Ding, an was man eben denkt, wenn man an Schwerter denkt. Und dafür, dass der Oberhau so wichtig ist, gibt es so viele Fehler, die man machen kann. Ein paar könnt ihr nach dem Video eventuell auch in dieser Sequenz hier entdecken. So nähern wir uns in diesem Video Stück für Stück dem Prinzip Oberhau, sodass wir einen Flawless One machen können und diesen dann auch auf andere Waffen übertragen können. Hier seht ihr jetzt ein paar Mal verlangsamt den Oberhau von links, einmal von vorne und später auch von der Seite. Super praktisch ist übrigens, dass wir mit dem Konzept des Oberhaus viele weitere Begrifflichkeiten aus Lichtenauers Werk und allgemein der historischen Fechtwelt einführen können. Beginnen wir doch einmal mit der so trivial erscheinenden hier dargestellten Startposition. In der Handschrift 44a8 heißt es die vierte Hut. Diese Hut heißt vom Tag. Und wird wie folgt ausgeführt. Steh mit dem linken Fuß vor und halt dein Schwert entweder an deiner rechten Schulter oder mit gestreckten Armen hoch über dem Kopf. So stehst du in der Hut. Jetzt wird der ein oder andere sagen, der steht aber falsch rum, da kann die mal links und rechts auseinanderhalten. Aber dafür gibt es auch eine Anweisung. Es steht geschrieben. Wenn du Rechtshänder bist und im Zufechten zu ihm kommst, schlag von der rechten Seite. So kannst du stark dagegen halten und am Schwert arbeiten, wie es dir beliebt. Bist du Linkshänder, schlag ebenfalls den ersten Hieb nicht von der rechten Seite. Wie man im Schwert sieht, ich bin Linkshänder, also alles top. Die Hut vom Tag heißt nicht etwa Hut vom Tag, weil sie irgendwie am Tag ist und die Sonne oben steht, sondern vielmehr ist ein Dach gemeint. Dementsprechend auch die Varianz der Haltung und das, was wir damit auch easy verteidigen können, nämlich von Schulter zu Kopfspitze und wieder zur anderen Schulter runter. Ein tatsächlich Dach also. Grundlegend noch für den Oberhau ist die Position des Schwertes. Hier seht ihr, dass das Schwert leicht nach hinten abgeneigt ist, aber nicht nach tief unten runter hängt. Zusätzlich solltet ihr einen recht steilen Winkel haben von 10 bis 20 Grad. Später in der Renaissance wird das Ganze zum 45-Grad-Winkel, aber zu unserer Zeit mit unserem Skript eher von oben als schräg von der Seite. Jetzt können wir endlich einfach nur draufhauen, oder? Nein, weit gefehlt. Einen sehr häufigen Fehler seht ihr hier, und zwar, dass die Haue in die falsche Richtung geschlagen werden. Das primäre Ziel des Gegners ist immer noch der Kopf oder Hals. Und wir sind sehr weit weg und müssen nach vorne arbeiten, um da vorne dann erst einmal anzukommen. Der Unterschied ist in diesem Fall sehr schön erkennbar. In beiden Fällen wird 6-mal gehauen, oben wird eher nach unten geschlagen, als ob man einen Pflock einschlagen würde, oben nach vorne hin. Und man sieht, man gewinnt über einen Schlag an Länge nach vorne. Deshalb teilen wir das Erlernen des Oberhaus in mehrere Teile ein. Erst einmal bis zu dieser Stelle, noch nicht durchgezogen bis zum Ende und auch noch nicht mit Schritt. Und dieser Teil lässt sich am besten mit dem Prinzip des Auswerfens einer Angel erlernen. Das erste Gelenk, was in Anspruch genommen wird und für die Beschleunigung nachher des Ortes vorne verantwortlich ist, ist das Handgelenk. Hier seht ihr also eine Übung, wie ihr nur aus dem Handgelenk nach vorne schlagen sollt. Wenn das Handgelenk stoppt vorne, überdehnt es nicht, sondern das ist eure Grenze. Versucht also, nur mit dem Handgelenk das Schwert nach vorne zu schleudern. Das zweite Gelenk, das eine Rolle spielt, ist das Ellenbogengelenk. Hier seht ihr, wie abwechselnd das Ellenbogengelenk gebeugt und gestreckt wird. Erst langsam und dann später explosiv schneller. Achtet darauf, dass ihr es nicht zu hart überstreckt, sonst passieren Schmerzen. Tennisarm und so. Das letzte Gelenk, was wir noch brauchen, ist das Schultergelenk.
versucht hier quasi entweder einen Schlag auszuführen und eure Hand so schnell wie möglich nach vorne zu bewegen und dabei das Schultergelenk auszustrecken, einzuziehen, nach vorne und nach hinten zu rotieren, wie gezeigt. Nach diesen ersten gewonnenen Erkenntnissen kommen wir nun zu einem praktischen Teil. Auf was ihr dort genau gerade einschlagt, spielt in dem Fall keine Rolle. Dies kann wie hier eine Matte sein oder aber auch ein Boxsack. Es hat sich auch ein Gymnastikball als äußerst effizient erwiesen. Stellt euch im Parallelstand hin und beschleunigt euer Schwert nach vorne. Und zwar in der Verbindung aus allen drei Gelenken und den Vorübungen, die wir vorher hatten. Als Ziel dient hier der Kopf oder Hals eures Trainingspartners. Falls dieser nicht vorhanden, markiert euch am besten auf eurem Übungsgerät irgendwo auf der richtigen Höhe einen Einschlagspunkt. Kontrolliert immer wieder eure Ausgangsposition, kontrolliert immer wieder den Winkel, mit dem ihr haut, kontrolliert immer wieder die Höhe, auf der eure Einschläge kommen und dass eure Hände nahezu gestreckt sind. Auch haltet den Oberkörper unbedingt aufrecht und gerade. Stichwort stabiler Stand. Im Anschluss daran versucht ihr das Ganze dann ohne Matte. Nun ist es endlich Zeit, den Schritt hinzuzufügen. Allerdings, wie man hier sieht, soll man kein Baseball spielen und die Reihenfolge muss stimmen. Wenn man nämlich zuerst seine Hüfte bewegt und dann den Rest, dann seht ihr, was hier rauskommt. Der Gegner hat massig Zeit, sich darauf vorzubereiten oder schon davor zu arbeiten, bevor ihr überhaupt geschlagen habt. Deshalb gilt auch der Grundsatz, erst die Waffe und dann der Körper. Hier seht ihr, wie es richtig funktioniert. Der Einschlag der Waffe und das Auftreffen des Fußes sollte gleichzeitig passieren. Für dieses Nacheinanderbewegen gibt es eine wunderbare Übung. Wir drehen unser Schwert um und führen einen Mordhau aus. Dabei bleiben wir mit unserem Oberkörper statisch, weil wir ihn ja nicht nach vorne abbeugen sollen. Das heißt, irgendwann wird der Schwung der Waffe so groß, dass es uns nach vorne zieht. Und dann machen wir einen großen Schritt, wie wir es in der letzten Folge gelernt haben, und lassen uns von der Waffe einfach ziehen. Wenn wir das Ganze dann drauf haben und können, dann drehen wir die Waffe um. Hier gilt dasselbe. Hauen, nach vorne ziehen lassen, Schritt, landen. Und erneut sind wir an dem Punkt, wo wir einen neuen Begriff einführen können. Was wir hier sehen, ist eine weitere Hut. Lichtenauer nennt sie bei sich den Langort. Die Hut ist der Langort und ist die edelste und beste Verteidigung am Schwert. Wenn du im Zufechten zu ihm gehst und egal welchen Hieb, sei es ein Unter- oder Oberhaut, zu ihm schlägst, so stoß ihm den Ort stets lang aus dem Hieb heraus zum Gesicht oder zur Brust. Und auch hier simulieren wir wieder den Einschlag und verbinden die vorherige Übung mit einer vorvorherigen Übung. Und zwar dieses Mal schlagen wir unsere Matte, aber in Verbindung mit dem Schritt. Das Gute daran ist, dass wir sowohl ein visuelles, als auch ein akustisches, als auch ein haptisches Feedback bekommen, ob unser Einschlag vorne mit dem Auftreffen des Fußes übereinstimmt. Kommen wir zum durchgezogenen Hau bis zum Ende und somit auch zu unserem ersten Flow. Im parallelen Stand schlagen wir von der Hut vom Tag in den Langort und lassen dann die Klinge zum Fuß runtersinken, allerdings ohne unseren Oberkörper abzuknicken. Dann holen wir mit dem Schwert aus und verfahren gleich auf der anderen Seite. Sobald wir uns sicher fühlen in der Bewegung, beschleunigen wir langsam den Vorgang und stoppen nicht mehr im Langort, sondern hauen direkt durch und verfahren so auf beiden Seiten mit den Hauen links und rechts. Und das ist unser erster Flow. Gratulation! Und jetzt verbinden wir das Ganze wieder mit dem Schritt. Auch hier hauen wir als erstes in den Langort und ziehen dann weiter, lassen sinken mit aufgerichtetem Oberkörper nach unten
und verfahren auf derselben Seite gleich. Wenn wir sicher sind mit diesen verschiedenen Stationen, dann können wir in einem weiteren Durchgang immer schneller werden, bis wir eine flüssige Bewegung hinbekommen. Und auch hier halten wir nochmal das Bild an, weil, ihr wisst es schon, eine neue Hut. Die dritte Hut nennt sich Alba und geht wie folgt. Steh mit dem rechten Fuß vor und halt dein Schwert mit gestreckten Armen vor dir mit dem O zu Boden, sodass die kurze Schneide nach oben gewandt ist. Albern bedeutet in dem Fall einfältig, also ein Trottel, weil man oben komplett ungedeckt ist. Flüssige Haubewegung mit den passenden Schritten muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Daher ist durch die Halle hauen eine ideale Übung dafür. Zudem kann man hier exzellent die Besonderheit des Systems Lichtenauer erkennen. Huten sind niemals etwas Statisches, sondern immer Momentaufnahmen in diesen Hauflows drin. Zu jedem Zeitpunkt können wir also entscheiden, wie wir weiter vorgehen. In unserem Beispiel hier starten wir in der Hut vom Tag. Hauen dann in den Langort, von dem wir weiter arbeiten könnten, oder entscheiden uns dazu, in den Alba direkt durchzuschlagen und von dort aus weiterzuarbeiten. Das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet mit den Übungen etwas anfangen und habt eventuell genauso viel Spaß gehabt wie wir dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Au!